Hallo und willkommen auch an die YouTube-Zuschauer. Wir starten hier in das erste Video von unserem neuen Let's Play. Wir starten rein bei Grounded. Ja, wir mussten uns ja leider mit einem, ja, doch sehr stark weinenden Auge von Scum verabschieden und haben jetzt hier natürlich ein totales Kontrastprogramm quasi für euch. Wir haben ein eher für Kinder konzipiertes Survival-Spiel hier und wollen da einfach jetzt auch mal reingucken. Die angesprochene Altersgruppe ist ja die von Alea. Mal gucken, was sie davon halten wird. Die nicht angesprochene bin ich, aber Alea ist mit dabei und der Mathis ist im Hintergrund. Hallo, ihr beiden. Hi. Nein? Nein. So, wir gucken mal. So, der macht schon wieder die Sound. So. Also ich dachte jetzt bei Mehrspieler. Ich frage mich gerade, warum ich keinen Ton habe. Sekunde, ich muss gerade mal nach dem Ton gucken. Hat man normalerweise Ton im Hauptmenü? Das weiß ich nicht. Hast du auch keinen Ton? Okay, das beruhigt mich ja schon ein bisschen. Ich hab normalerweise ja keinen Ton. So, Cable. Nö, Ground schlägt auch nicht aus. Beim lautstarken Mixer. Nö, schlägt bei mir auch nicht aus. Ist anscheinend wirklich. Ah, jetzt haben wir einen Ticken wenigstens, was die Schalter angeht. Okay, alles gut. So, online hosten. Neues Spiel. Erstelle Lobby. So, dann hoffe ich mal, dass das Einladen so gut funktioniert wie bei Generation und wie bei Hunt. Denkst nicht, ich muss bald treten? Kannst mich einladen? Ne, er macht jetzt erstmal gerade eine Lobby. So, dann ich stelle jetzt mal S für Spielerliste, Freunde einladen. Das ist PL Alea. Ja, ja, klar. Und Einladung gesendet. Das ist aber ein merkwürdiges Logo. Ich habe einfach irgendeins genommen, also ein random Logo, weil ich schnell machen wollte. Da hast du ziemlich das schrecklichste Logo einfach gewählt, was man irgendwie finden konnte, ne? Nee, das war ein random Logo und ich höre dich zweimal. Wieso hörst du mich zweimal? Denke, weil da drin auch nochmal. Ja, das. Ah, scheiße, jetzt ist er rausgegangen. Dann muss ich dich neu. Warte mal. Nee, vergiss es, du bist, glaube ich, jetzt gerade rausgeflogen. Oder bist du noch drin? Nee, bist nicht mehr drin. So. Nee, mach das auch mal, sonst höre ich dich nämlich auch doppelt. Okay, dann gehe ich nochmal raus. Einfach Optionen, Audio und dann ist das Sprachaktivierung. Option Audio, sagtest du, ne? Sprachaktivieren durch Sprechen. Ah, nie. Hast recht, ist tatsächlich automatisch an. So bin ich jetzt einmal zu hören. Ich höre das ja noch nicht, weil wir noch nicht im Spiel sind. Aber lad mich ein, dann kann ich es dir sagen. Okay. So, neues Spiel. Jetzt habe ich auch Musik auf einmal im Menü. Ich auch. Sehr gruselige Musik. Grusi, grusi. So. Freund einladen. Feier die gerade ein bisschen. Spiel einladen. So, bist gesendet. Jo. Seh dich, zwar ohne Namen, aber ich sehe dich. Wen nimmst du denn? Ja, ich muss auch auswählen. Ich nehme Pete natürlich. Weil ich bin nicht der Neger. Der quote Neger kann diesmal jemand anders sein. Mein Name ist Peter. Meine Freunde nennen mich Pete. Ja, genau. Ich nehme die. Okay. Das war irgendwie klar, aber du stehst da ein bisschen sehr merkwürdig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber du. Naja, was für eine Haltung hast du erwartet bei so einem Hosenfurzer wie der? Weißt du, warum ich die genommen hat? Nein. Ja, pinke Sachen an, ist besser als lila. Ich dachte, du wolltest auch nicht der Kotenäger sein. Nee, da hab ich eine Seele. Wow. Bin schon Night of the Dead auf. Looks like you really stepped in it this time. So, ich hab schon eine Sache rausgefunden.
Weil ein ordentlicher Let's Player guckt ja zumindest vorher mal rein. And where is here anyway? U drücken. Ha, hast du U gedrückt? Nein. Drück mal U. Gleich viel angenehmer, ne? Oh ja. Juhu. Ui, guck mal wie hoch. Juhu. Ja, springen können die. Also, da kannst du nichts sagen. So, also. Häschen. So, ansonsten also ist die Steuerung, genau, ist recht Standard. Du kannst eigentlich fast alles einsammeln, was dir durch die Gegend fliegt. Well, Pete, you always wanted to go on an adventure. Oh, ein Baseball. Wow, look at the size of that Chunky Chubbs League-approved baseball. It's the size of my dang house. So, wir sollen die Quelle eines Signals finden. Ah, und wir können Kieselspeer. Also du siehst immer auf der rechten Seite, was du neu bauen kannst. Das heißt in dem Fall jetzt ein Kieselspeer. Dann gehst du auf Tab und kannst auf Herstellen klicken. Und dann kannst du den Kieselspeer produzieren. Allerdings brauchen wir noch, also ich brauche noch einmal Pflanzenfaser dafür. Da ist er aber schon. Ich brauche noch 2 Sprösslinge und 3 Pflanzenfaser. Ja, dann mal Tau, mal fleißig suchen. So, ich habe den Speer jetzt gerade zusammen gebaut. Also so funktioniert das im ganzen Spiel. Sobald du irgendetwas aufsammelst, ne, kriegst du dann halt Informationen, was du damit bauen kannst. Ich bin auf einem riesen Baseball. Oh, das geht nicht. Nee, aber du brichst ja auch nichts, wenn du runterfällst. Das ist auch schon mal positiv. Sammeln wir hier ein paar Pilze ein. Ein Pilz. Weil das ist dein Essen fürs Erste. Oh, ich kann jetzt eine Fackel bauen. Da brauche ich aber noch grobes Seil. So, du hast auch... Kommst du die... Pilze holen, Schatz? Ja. Gut. Also du hast auch ein Baummenü, das ist dann unter B. Das ist auch relativ leer, aber das kommt. Ah, da hinten ist was, wo wir hin müssen, sehe ich gerade. Ich brauche noch Pflanzen. Nicht Pflanzen, sondern Sprösslinge. Ja, dann such mal. Klingt wie ein Rasenmäher. Interagiere mit dem Computer. Well, logic dictates that there are probably more of these stations around. Maybe if I keep searching, I'll find some clues. Or someone. Science. Ah, da kannst du neue Rezepte entdecken, indem du hier die Sachen analysierst. Okay. Wir haben aber nur 3 Mal, dass wir analysieren können. Ich lasse dir also den Vorsprung. Finde Wasser, okay. Ah, ich kann nichts mehr analysieren. Ah, doch, den Kiesel. Ja, wenn du nichts mehr hast, dann sag Bescheid. Also, ich kann noch. Ich hab noch den Kiesel gehabt. Okay. So, wir sollen Wasser finden, kam gerade als Mission rein. Oh, das kann ein Sprössling sein. Ah. Das ist aber ein komisches Ding. Oh Gott, was ist das denn für ein Teil? Das ist die Frage, ne? Da war so ein Käfer.
Oh, fliegen. Wollen die überhaupt was? Ja, ja, die wollen was. Also einfach einen Speer bauen. It's probably the size of a bathroom scale. So, okay, das ist irgendwas Merkwürdiges hier. Ich guck mal, wie inzwischen. Ah, ich kann ein Seil bauen. Habe ich ein Speer. Das heißt, ich kann eine Axt bauen. Ich kann einen Hammer bauen. Klee. Und ich kann einen Bogen bauen. Ah ne, da fehlt mir noch was für. Diese Axt. Da brauche ich noch Fliegenpelze. Okay. Hm, lecker. Klingt wie ein Vergnügen. Ich brauche noch Sprösslinge. Die liegen ja hier überall rum. Also mal bitte. Blute, bis es innen wie voll ist. So, Axt. So, sobald du die Axt hast, kannst du auch Sachen fällen. Allerdings macht das eigentlich nur... Heuschrecke, das Wort, eine Raupe. Oh, ich höre Musik. Hallo, ich will Sprössling einsammeln. Das ist auf jeden Fall eine verrückte Maschine, die hier oben steht. Das ist die Frage, wer macht hier wem nach? Man weiß es nicht genau. Das ist schon mal gut. Hier gibt es einen Knopf, den man drücken kann. Da finden wir, drücken wir den mal. Okay. Aha, da stört was im Laser. Hast du gesehen? Das sind, hier sind so Laser, die hier drauf schießen jetzt. Ich habe einen Knopf gedrückt. Einer ist gestört durch ein Blatt. Ich fäll das mal. So. Jetzt haben wir schon mal zwei. Ne, wir haben drei. Ja, ja, aber der dritte, der scheint nicht zu funktionieren. Der flackert. Siehst du das? Ja, jetzt haben wir auch als Aufgabe. Was ist das für ein Scheißteil? Das werft langsam. Ich finde den niedlich. Schlagen doch tot. Wenn dich nervt. Mach's doch. Aber ich glaube, das suchen wir besser später erst. Wir sollen ja erstmal Wasser finden. Da hinten ist noch so ein komisches weißes Teil. Gucken, was das ist. Wir sind fliegen. Ich brauche oh. Pelz. Hi, ja. Alles gut, Ameise. Ey, warum tust du denn was? Die kam auf mich zu. Nicht fragen, schlagen. Typisch Jugend von heute. Was soll ich denn sonst machen? Die kann nur kaum mit uns reden. Hast es versucht? Mi? Das mag uns. Offensichtlich. Ich wette, Alea stötet es gleich. Nein, nur wenn es mich so zernervt. Dann lass uns mal weitergehen. Wo könnte noch was sein? Da ist die eine Maschine. Hier kommt irgendwie eine Ameisen-Armee an. Hi, Ameisen. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, da ist Wasser. Da oben. Ich wette... Ja, ich fäll mal den Baumstamm. Den Grashalm. Baumstamm, das ist ja... Da kommt da. Hydration is the key to performance. Sehr gut.
Da hinten ist nochmal Wasser. Warum verfolgen die uns? Das macht mir ein bisschen Angst. Solange sie dir doch nichts tun. Wie sagt man so schön? It's nature, it's all over me. Hallo, ich will auch noch was trinken. So, also das war die Mission Finde Wasser. Haben wir jetzt schon mal auch erledigt. So, jetzt müssen wir als nächstes... Essbares und Esses. Ja. Pilze haben wir schon gefunden. Aber du weißt nicht, ob das essbar ist. Doch. Klar sind Pilze essbar. Was dachtest du denn? Ja, die sehen irgendwie rot oben drauf aus. Was willst du mir damit sagen? Sie sehen irgendwie rot oben drauf aus. Ja, dass sie rot aussehen. Vielleicht sollten wir uns erstmal so ein Teil da machen. So eine Trinkflasche. Ja, dafür müssten wir aber hier... Warte, Trinkflasche. Da brauchen wir ja eine Madenhaut. Und hast du schon eine Made gesehen? Ich nicht. Und okay, ich brauche Fliegen. Da ist auf jeden Fall ein Mäuerchen. Oh, das ist eine Spinne. Tja. Die beschützen offensichtlich die Mauer. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war schon merkwürdig, dass gleich zwei Spinnen hier in der Gegend sind, ne? Da ist der Ball, glaube ich. Ne, das ist die Forschungsstation. Und dann müssen wir weiter hier lang laufen. Mag diese Spinnendinger nicht. Ach, das war nochmal hier das Glasdings da. Haben wir nicht eine Karte? Ah doch, hier gibt es eine Karte. Das weiß ich nicht. Rüsselkäfer. Ah, ich habe Läuse-Honigtau gefunden. Wollen wir das überhaupt? Ja, soweit ich weiß, bringt das Lebensenergie wieder. Läuse. Na super. Na, machst du nichts dran. Also da hinten ist ein Riesenmarienkäfer. Ich weiß nicht, ob ich dem begegnen will. Hast du schon mal aggressive Marienkäfer gesehen? Ja. In diesem Spiel weiß okay, man okay, Mattes hat schon mal aggressive Marienkäfer gesehen. Nein, die tun anscheinend nichts. Ah, hier sind auch noch Sachen zu trinken drunter. Die tun wohl was. Die mögen uns nicht. Weg da. Also ich würde sagen, eher der redet. Der redet mit uns. Hallo? Oh, eine Biene. Die sind, soweit ich weiß, nicht so freundlich. Ich weiß nicht, ob es mich verstanden hat, aber es war ein Versuch wert. Na, hier ist was zu trinken, aber wir haben jetzt getrunken, jetzt erstmal genug. Was ist Punch-O? Punch-O ist ein Saft. Oder vielleicht ein Dings, Energy Drink oder irgend sowas. Punch-O, der Energy Drink. Also klingt ich gut. Musste noch was trinken. Ja, dann trink. Hab ich. Verbrauch ruhig unsere Reserven. Ich musste noch was trinken. Wolltest du wissen, was passiert, wenn du es trinkst? Das ist alles. Nein. Ach, komm, gib's zu. Wie immer. Ja. Ach, kommt schon. Ich will den Klee hacken. Ich will Klee hacken. Ja, dann mach. Hack den Klee. Oh, Entschuldigung. Autobahn. Wollte nicht stören. Okay. Wie? Kannst du Weg markieren? Ich hab das Gefühl... Das Ding verfolgt uns. Was?
Diese Laus. Also das ist eindeutig eine Blattlaus. Das grüne Viech, was uns da die ganze Zeit verfolgt. Junge, die soll uns in Ruhe lassen. Mensch, was nervt dich an der Blattlaus? Die tut dir doch nichts. Das Geräusch. Mann. Ach, da hinten ist noch was. Machen irgendwie alle ungefähr die gleichen Geräusche. Oh, hier ist irgendwie Ameisen verbackt. Das sieht merkwürdig aus. Ein bisschen gruselig zugegebenermaßen. Oh. Da ist schon wieder eine süße Blattlaus. Joho! Ich glaube, das ist wieder dieser Smoothie-Drink, wo wir schon mal waren. Nein. Wir haben nämlich ein... Oh ja, stimmt. Wir sind in einer anderen Ecke. Lemon... Was ist das? Lemon Crime Punch. Ah, was? Hier ist so eine Karte. Oh, ist gar nicht mal so klein. Nee, unter M hast du die. Also gibt viel zu entdecken hier. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ey. Man kann sich nur nicht unbedingt so gut drauf orientieren. Der Klee verprügelt mich. Ja, der Klee ist so ein bisschen anklelig. Läuseronik-Tau. Hm. Wir haben sich nochmal die Spinnen angehört. Ah, da ist eine Spinne. Ich sehe eine Spinne auf der rechten Seite. Hier sieht alles so ein bisschen verdorrt aus. Die sind ekelhaft. Die sind auch ekelhaft. Ah, da vorne ist irgendein... Junge, der Teil verfolgt uns wirklich! Jetzt einmal gesprungen und ist dann wieder weggerannt. Ah, Saftklumpen. Das kann man abklopfen mit dem Hammer, sehe ich gerade. Okay, Spritz. Das ist nicht umsonst ein Saftklumpen. Ah, Saft. Aber wir müssen ja noch irgendwas anderes zu essen finden. Denk oh, ein Nagel. Oh, eine Eichel. Oh, die kann man auch kaputt hauen. Oh, Eichelschalen kommen dabei raus. Nein. Ist wieder ein Marienkäfer. Kannst wieder mit dem reden. Hallo Marienkäfer. Ui. Ich habe jetzt mal ein bisschen Angst, dass ich falsch schauen bekomme. Nötige ein Brechwerkzeug. Was ist das? Velo. Junge, das schon wieder flavored Drink. Irgendetwas. Nein, ist noch was. Dem Raben, da möchte ich aber nicht begegnen. Ja, ich glaube, da hast du nicht Unrecht. Jetzt sitzt natürlich hier genau am See. Geschickterweise. Koi koi. Kannst du nur du hauen. Hast du noch keinen Hammer? Mach doch einen Hammer. Hallo Marienkäfer. Oh, da gibt irgendwas unter mir. Hi. Guck. Maulwurf, Maulwurf. Guck, das Ding verfolgt uns wirklich. Ich glaube, es gibt davon einfach mehrere. Ja, hier sind doch schon zwei. So, wo sollen wir denn unseren Unterschlupf bauen? Wir sollen ja jetzt für die Nacht einen Unterschlupf bauen. Ich hätte jetzt gesagt, hier wirklich am See, weil dann kriegen wir auf jeden Fall was zu trinken. Was war das denn? Abgerutscht. Oh. Der Marienkäfer ist irgendwie komisch drauf. Der hat rote, leuchtende Augen. Der ist aggressiv. Der ist irgendwie aggro.
Wow, das sind schon Klären rum. Akku Berlin ist der. Vielleicht werden die auch über Nacht Akku. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, hier sind noch ein paar Pilzsporen. Eine Laus getötet. Ich glaube, der war nur auf Läusejagd. Naja, ist ja auch sein gutes Recht, der ist sie ja schließlich. Eigentlich merkt er die, ne? Hast du die Pilze gesehen da vorne? Da sind noch Sporen dran zum Essen. Oh. Aber ich kann den Teil lieber nicht zu nah. Ja, wo ich stehe. Da ist gerade noch jemand, eine Laus. Mal gucken. Jetzt hat er aber keine roten Augen mehr. Jetzt erkennt man wenigstens, jetzt weiß man, wann die aggressiv sind, quasi. So, ich musste trinken, ich musste essen. Wie wäre es, wenn wir hier unter diese Wurzel hier bauen würden? Ja. Das sieht doch ein bisschen safe aus. Saft. Aber ich gehe mal erstmal einen Schluck trinken. Ich muss noch nicht trinken. Jump it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Essen muss ich auch. Ein offenes Zelt. Ah, da. Guck mal. Ich kann gerade nicht gucken, ich esse gerade und trinke gerade. Gebaut. So. Also auf jeden Fall. Oh ja, jetzt kann man das schlafen. Ah, man kann das aber auch als Respawn-Punkt setzen. Boah. So, ich hab's mal als Respawn-Punkt. Ist noch zu früh zum Schlafen. Steht ja 20 Uhr, soll man schlafen gehen. Damit, falls ich abkratze, nicht am Arsch der Welt spawne. Naja, wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind am Arsch der Welt. Naja. Vielleicht sollten wir hier eine Flagge bauen. Flagge bauen können wir doch schon, oder? Wegmarkierung. Ja, ich kann das. So. Mit Kletau. Hab schon gesetzt. Siehst du die auch? Ja, siehst du auch. Okay, dann gucken wir mal auf die Karte, ob man das sieht. So, was machen wir denn? Ein Häuschen. Und welche Farbe machen wir das? Rosa. Oder hey. Das rosa? Das rosa. Schöner. Das Rot-Rosa. Guck! Ja, sehr schön. Ah, die Eichelbrocken sind sehr nahrhaft. Ich glaube, ich finde hier keine Kiesel. Da haben wir hier jede Menge Läusehonig. Ja, aber warum nur? Ey, dieser Klee ist wirklich ziemlich anhänglich. Ich bleib da die ganze Zeit hängen. Hau doch mal hier ein paar von den Nüsschen hier kaputt, damit du auch mal was Vernünftiges zu essen kriegst. Geht nicht, ich brauch noch Dings, Kiesel. Wieso hast du keine Kiesel? Ich hab keine Kiesel mehr. Hier sind überall Spinnenweben. Also hier würde ich sagen, wäre vielleicht nicht so intelligent weiterzugehen. Oh, da kommt ein Marienkäfer, der aggressiv ist. Der essen will. Genau. Ich weiß nicht, man kann auch Steine zertrümmern, wenn man die richtigen findet. Ja, ich weiß. Nur die richtigen finden. Ah, Spinne! Mich nicht gesehen.
Warte, ich zerdepper das, du sammelst ein. Hier, hol dir noch einen Eichelbrocken. Sehr schön. So, jetzt wird's aber, fängt es aber an, dunkel zu werden. Flo, haben wir denn? Wo sieht man's? Ja, kann man nicht sehen. Warum geht der hier nicht weiter? Dann halt oben rum. Ist fast 20 Uhr. Oh. Der hat rote Augen. Er läuft da vorbei. Die werden nachts alle ein bisschen aggressiv. Ja, vielleicht. Hey, du auf jeden Fall hast du einen Fan gefunden unter dir. Ja, ich weiß. Aber sie soll weggehen. Das ist Essen für die. Ja, ja, und dann kriegen wir es auf den Dösel, ne? Nur weil wir die hier an uns haben. Mit uns haben. Doch, ich mag die scheiße Läuse nicht. Weiß nicht, was war denn? Spießgrill? Was braucht man dafür? Kiesel und trockene Grasbrocken. Okay. Naja, schlafen wir mal. I think it's bedtime. Ah, ist wie bei Forrest. Müssen beide schlafen gehen. Ja, und mit diesem Schlafen gehen enden wir auch hier die erste Folge für YouTube. Ihr Twitcher bleibt einfach dran. Bis dann. Tschüss. Wir trinken.